Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von My Death. Hallo. Achso, wir müssen ja erstmal laden. Ach, ich bin eh schon. So. Eigentlich weißt du was? TravelNet. Wir könnten ja mal TravelNet bauen. Haben wir auch noch nie gemacht. TravelNet. Wie teuer ist das? Ach du Scheiße. Auf einmal habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Das ist völlig, ne? Völlig. Aber das hier mit Meseblock, das ist schon ganz schön heftig. Gut, okay, ich sehe gerade, wir haben ganz viel Mese. Wäre das nicht das Problem. Ich mache erstmal meine Bohrer in den Wegsamonster und mein Inventar leer. Und dann gucken wir mal weiter. Aber, ja, dann machen wir so ein Travel-Dingsamonster da. Machen wir eins hier hin, eins ins andere Haus. Und, dann vielleicht dort einen Fahrstuhl hin oder so. I don't know. I really don't care. Du kannst du. So, das heißt, wir brauchen. Lass mich überlegen. Ja, genau, wir brauchen erstmal nur Mese. Mese und Eisen. Eisen haben wir zum. Ja, doch, haben wir. Und Mese. So. Da brauchen wir jetzt das und machen davon zwei. Achso, wir brauchen noch Glas. Haben wir Glas? Glas haben wir, ne? Ja. So, zwei Stück. Jetzt muss man nur gucken, wo wir das Ding am dümmsten hinstellen. Das sollte schon irgendwo zentral sein. Aber auch irgendwo, wo es optisch hinpasst. Zum Beispiel hier, Schatz im Bücherregal. Weißt du was? Hier zum Beispiel. Tada! So, Name dieses Netzes. Name. Station das folgende zuweisen. Achso, das ist der Name vom Netz. Name. Na, ich brauche einfach nicht eins. So, und hier dann Home. Speichern. So, das ist gut. Ende. So, und jetzt können wir nämlich, oh mein, hier. Eigentlich können wir es direkt erstmal unten dran machen. Die Frage ist, kann man das Ding wieder abbauen? Aktualisierung gescheitert. Ja, ja. Station entfernen. Ja, okay, man kann es mal abbauen. Dann können wir es nämlich direkt unten hinbauen. Ungefähr hier so. So. Hopp. Ist das nicht geil? Gut, ich meine, wir hätten das nicht direkt unten hinstellen können, aber das Ding soll dann ja später, also das Gegenstück soll ja später direkt beim Haus sein, sodass es auch noch eine Verwendung hat. Der andere Punkt ist jetzt erstmal nur temporär unten gewählt. Ja. So, Inventar ist zweites Kind immer noch. Was ist denn hier drin, Alter? Oh, Kacke, die Kacke. So, dich brauchen wir nicht mehr. Dich brauchen wir auch nicht mehr. Ob ich mit glücklich bin auf Dauer, muss man gucken, aber jetzt erstmal geht's. Du kommst noch da. Das ist schon wieder alles. Schon wieder neues Zeug. Ich will kein neues Zeug haben. Panikattacken. Oh Mann, so viel Scheiß, die wir hier bekommen. So. Du gehst erstmal da rein. Achso. Muss ich immer mit der linken Taste gegenschlagen, damit sich das Ding aktualisiert. So. Ups. Ja, super. Jetzt haben wir natürlich.
Weißt du was? Wobei ich echt finde, dass diese Travel Net Station das Ganze echt zu einfach macht. Hat es ja, kann ich ja hier direkt. So, du kommst nach hier. Kommst du nach so oder so? Ich würde fast sagen, so, mal kurz hier hinten. Nee. Ich wollte gerade hier in die Wand reinbauen, aber das würde man von der anderen Seite aus sehen. Ist also keine gute Idee. Hier kann man das Ding von der anderen Seite gerade hier auch sehen. Wollen hier hinten die ganzen Kabels. Andererseits ist das aber auch völlig egal. Das heißt, let's go. Ups. Und. Ja, sieht schon schön hässlich aus. Egal. Home. Speichern. So. Perfekt. So, aktualisieren und home. Ejo, es klappt. Es sollte der Police. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Genau. Eine Fackel hier hin. Eine Fackel hier hin. Siehst du? Können wir eigentlich gucken. Müsste eine Fackel hier hin. Eine Fackel hier hin. So, dann haben wir jetzt 8 Punkte, die beleuchtet sind. Wird natürlich noch, immer noch größer. Also wird der größer der Radius, ne? Desto größer wird der Umfang, desto mehr Fackeln brauchen wir natürlich pro Einheit. Ist ja ganz klar. Andererseits sind Fackeln zum Glück relativ preiswert. Das heißt, da mache ich mir nicht wirklich Sorgen drum. So, fertig. So, na dann, let's go. Ich glaube sogar, ich mache bei jedem Kreis eine Fackel hin. Sonst wird es mir einfach auf Dauer zu dunkel. Schon wieder Akku leer. Verdammt, das reicht nicht mal mehr für den ganzen Kreis. Oder Ali, für 2 Kreise. Oder für einen Kreis? Wie viel haben wir gerade geschafft? Ich habe keine Ahnung mehr. Hilfe. Und wie man sieht, hier über uns ist kein Uran mehr. So muss das sein. Alter, es ist ja super easy. Es ist ja schon fast gescheatet. Alter, es ist ja. Ich weiß nicht, ob mir das etwas zu einfach ist. Das ist übrigens auch genau der Grund, weswegen ich kein so großer Freund von TravelNet bin. Das fühlt sich einfach falsch an. Also, willst du Homepoint setzen oder sowas? Okay. Aber so TravelNet ist halt wirklich schon fast zu einfach. Da ist ja überhaupt keine Herausforderung mehr irgendwie. Das ist schon echt krass. Ah, das ist schon echt krass. Also, ich sehe, wir können gleich mal hier draußen nochmal ein paar Bären sammeln. Nicht, dass wir das unbedingt müssen, weil wir haben ja über 2000 oder so. Nein! Die Frage ist. Ah, ja.
Ich glaube, der wird jetzt keine Früchte mehr tragen, ne? Ah, gut. Hallo? Oh, was ist das hier für ein Kack? Geht doch. Aber was ist denn hier los? Amanakolm. Irgendwas hat mein Server gerade. Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat er. Ja, hier, der baut teilweise die Blöcke ab, weil er nicht hinterherkommt. Ist ja mal richtig behindert. Pff. Okay, also mal einmal raufklicken. Ups. Leute, auch das funktioniert nicht. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Das ist eine Katastrophe gerade. So, du kommst mal nach da. So, da war der Anfang. Vom Ende. Ich müsste ja jetzt schon anfangen, mehrere Punkte zu setzen, weil hier ist es ja jetzt auch schon sehr dunkel. Oh, Alter Schwede. Guckt euch das an, wie dunkel das hier ist. Oh mein Gott. Wie du jetzt aktuell mit dem Ding länger zum Ausleuchten des Tunnels brauchst als für den Tunnel selber. Das ist schon echt krank. Oh, das ist genau da, wo jetzt die Fackel hin müsste. Ja gut, dann dient der halt als Fackel. Er macht ja auch Licht irgendwo. So. Passt das so? Ja, hell genug. Okay, let's go. Das war gerade zu schräg. Verdammt! I hate my life. Wie du bei dem klassischen Werkzeug immer noch das richtige Werkzeug raussuchen musst für Stein und Kies, ne?
Und bei dem Bohrer ist einfach alles egal. Da kannst du sogar Luft wegbohren. I don't know. Alter. Oh, und wir sind voll. Gut, ich meine, es bleiben zum Glück immer nur Steine zurück, von daher, die sind völlig egal. Aber holy shit. Und wir bräuchten mittlerweile zwei Travel-Netz. Alleine das dahin reisen, das Reisen von da nach hier dauert mir jetzt schon zu lange. Ich bin Schnelleres gewohnt. Oh Mann, Alter, das ist echt, das ist krank. Das kann man nicht mehr anders nennen. Das ist einfach nur noch krank. Das ist echt übel. So. Ja, das sucks. Das ist nicht gut, Jungs. Das ist echt nicht gut. Na, das ist nicht vernünftig. So. Oh Mann. MK5. Achso, Nummer 5. Ja, ist ja die Stufe 5. Hab ich gerade gewundert, warum da steht MK3 5. Weil bei den, ne, hat, ja, nee, ist nicht gemeint. Ich dachte gerade mit 5 ist dieser Fortschrittsbalken gemeint. Aber der ist ja immer als Parameter 2 gespeichert oder als anderer. Was auch immer. So. Dort ist schon geil. Oh. Alter, hier ist aber viel Uran. Eieieiei. Achso, halt noch ausleuchten. Nee, ausleuchten nicht vergessen. Wo ist eigentlich überall hin? Ich glaube, ich brauche den Server einfach zu schnell ab. Der kommt irgendwie mit dem Massen an Strom hier nicht hinterher. Ja, was wir natürlich auch machen könnten, aber das wäre wirklich was für überlegte Folge oder Session, weil da brauchen wir eine ganze Weile, ist eine Maschine bauen, also eine komplette Maschine bauen, die die Sachen automatisiert abbaut. Ist alles da. Ne? Alle Sachen, die man dafür braucht, habe ich auf dem Server. Aber das wäre halt. Ich glaube, alleine für diesen Bohrkopf brauchst du irgendwie mehrere MK3-Bohrer oder irgendwie sowas. Alter, ich sollte hier nicht so nah bei dem Uran stehen. Ich mal Uran. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht. Geht's Bohrkopf irgendwie, ne? Nee. Oder habe ich das doch nicht? Ich hatte doch so Automatisierungssachen. Techniks. Hatte doch hier Sachen, mit denen man auch komplette Maschinen bauen kann. Nö, scheinbar nicht.
Kumpel hatte ich mit der Mod mal privat gespielt. Kann das sein? Man muss ja. Weil hier sehe ich nichts, was irgendwie. Okay, den gibt es doch nicht. Ach doch, hier, genau, Konstruktionsmodul 3. Aber dafür gibt es ja keine Bohrer. Weil man kann hier nämlich an diese Konstruktionsmodule, daraus kannst du nämlich Fahrzeuge bauen. Aber dafür gibt es halt spezielle Sägen, die dann Sachen absägen. Aber warum finde ich das nicht? Oder ist das das hier? Musikspieler. Wow, nee, das ist nicht das, was ich suche. Bestimmt nicht. Da haben wir Riverwater, okay. Lol. Ich bin verwirrt. Was kann man? Man braucht doch irgendwie was, womit man das Ding bewegen kann. Und das Symbol, was ich dafür im Kopf habe, sicher auch nicht. Naja, gibt's hier gar nicht. Brauche ich dafür noch separate weitere Mods? Weil da hast du nämlich so einen Block, wo so ein Fräse-Symbol vorne drauf ist. Aber da sehe ich hier gar nichts. Aber ich könnte schwören, dass ich damit schon mal hier auf dem Zimmer gespielt habe. Na gut, dass hier alle 120 Seiten durchsuchen, wird natürlich ewig dauern. Aber gut, wir müssen mal ein bisschen schneller durchblättern. Damit ihr mir dann in die Kommentare schreiben könnt, oh, auf der Seite war's. Ich hab's genau gesehen, Ronny. Schnell. Du musst dein Leben retten. Ah, hier? Nee. Das ist ja Musikspieler. Jetzt was anderes. Guck mal, wir sind jetzt auch schon mal so mit Pisten und sowas alles, aber das ist alles Mesokon. Mein Gehirn wird gerade käsig. So, hier war Craftable Command Blocks, aber nicht das, was wir suchen. Thayer. Der Messias. Alter, so viele Pages, ey. Ja, das ist natürlich problematisch bei so einem Kreativserver, weil er hat da für Milliarden von Blöcken drauf. Halt. Hier. Was bist du? Dispenser. Notebooker, ist es? Ach, dann gehört das mit zu Pipeworks. Ah, okay. Ich dachte, das ist Teil der Technics-Mod. Ebenfalls hier diskutiert Construction Kit, das ist von der Technics-Mod. Deployer und Nordbreaker. Genau, damit kannst du nämlich Blöcke zerstören. Und da gibt es auch noch andere, die speziell Sachen irgendwie abschleifen können oder irgendwie sowas. Okay. Da habe ich gerade so ein ganz komisches Icon im Kopf, was ich nicht wirklich beschreiben kann. Wenn ich es sehe, wüsste ich es sofort. Okay, gib mal ein Pipeworks. Oder sieht der von hinten so aus? Also, was brauchst du denn da für ein Zeug? Oha, lol. Hm.
Scheint es doch der gewesen zu sein. Die Sache ist, brauchst du natürlich auch noch irgendwie einen Motor, was das ganze Ding antreibt. Aber zumindest der Vorteil bei den Sachen ist, die sind gar nicht so teuer, ne? Also, das sieht voll machbar aus. Du brauchst halt eine Piste, hier brauchst du ein bisschen Stein, ein bisschen Holz, bla bla bla. Hier brauchst du ein paar Räder, hier brauchst du auch bloß ein bisschen Eisen. Also, das geht, du kriegst dafür aber gleich sogar sechs. Das geht ja voll klar. Ja, sollten wir mal das probieren, gell? Genau, hier kannst du nämlich Tank reinmachen, denn auch für dieses Teil, damit er sich weiter fortfahren kann, der braucht einen Tank. Aber wo war denn der Antriebding? Da war doch auch noch so ein Motor, den du brauchtest. Wäre ich kennen. Ja, keine Ahnung. Wie würdest du halt irgendwie Fahrzeuge bauen, die sich dann automatisch im Tunnel vorkramen? Muss ich mal nochmal nachgucken, wie das genau war. Achso, ist ja alles leer. Scheiße. Ja, auf jeden Fall wäre das halt was sehr Interessantes. Denn damit Uran abzubauen, wäre natürlich dann schon fast komplett witzlos. Dann können wir wirklich zugucken. So, alles andere aufgeräumt. Sehr schön, kommst du mit noch da. So, 37, Alter. Ja, wir kriegen ein paar gute Sachen. Aber wir finden gar kein Material, kann das sein? Ha. Interessant. Nicht, dass wir das Material aus Versehen immer liegen lassen, weil unser Inventar voll ist durch die Steine. Das wäre ja schon traurig. Das wäre echt ganz schön traurig. Oh, klar, schneller. Wir brauchen noch eine HHV-Batterie. Die Hyper-High-Voltage-Batterie. Der hat dann so 28 Milliarden EU. Europäische Unions. Oder so ähnlich. Ja. Ist er fertig? Ist fertig. Let's go. It's a me Mario. Yo. Meine Mine. Zumindest sehe ich erstmal nirgendwo mit Drill rumliegen. Ob wir dafür echt noch zu hoch sind? Hier ist ein bisschen Chrom, dann ist ein bisschen Blei, aber kein Mithril. Gibt's nicht. Nichts damit Mithril. Hat sich ausmithrilisiert. So, Fackel. Licht an, finde ich auch. Wenn wir denn die zweite Reihe machen, fallen die ganzen Fackeln alle auf den Kopf. Sehr geil. Jutsche, Alarm, let's go. Das heißt, wir schaffen immer zwei Reihen mit einmal. Dann können ja die Reihen hier doch wieder weg. Haben wir nämlich noch ein paar mehr Fackeln. Jetzt gehen nämlich langsam sicher die Fackeln aus. Wo ist die Fackel hin? Ich bin verwirrt. Haben wir gerade schon. Ja, haben wir aufgesammelt. The fuck? Oh, Alter.
so viel Uran. Das wird ein Spaß. Aber wie gesagt, die Frage ist vor allen Dingen, wie groß wir diese Mine hier aufziehen wollen. Auf jeden Fall werde ich diese Mine, schöne Grüße an Sören, werde ich die Mine hier wahrscheinlich dann wirklich schützen. Weil ich will nicht, dass hier Leute Sachen abbauen. Nicht, weil ich die Materialien nicht gönne. Wir werden hier mehr als genug Materialien finden. Also das wäre nicht das Problem. Ja, wenn hier Leute anfangen, irgendwie Uran abzubauen, ist mir das scheißegal. Sondern das Problem ist, dass damit den Löcher entstehen und wir damit nicht mehr so schön sauber abbauen können. Ne, das macht das für uns halt schwieriger, Sachen abzubauen. Deswegen werde ich hier dann wahrscheinlich das Ding doch schützen. So, muss ich mal gucken, wo haben wir jetzt abgebaut? Bis hier? Ja, doch, bis hier. No, hier ist jetzt frei. Hier ist jetzt frei. Und hier muss jetzt auch weiter. Ja, perfekt. Okay. Ich glaube, ich stecke in diese Fackeln viel zu viel Zeit. Ups, kann das sein? Oh, Alter, gleich dreimal Ura mit einmal. Uhuhu. Das ist ja Jackpot. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, haben wir jetzt gerade einen Glücksfund hier an dem Punkt oder ist halt überall in der Tiefe so viel Uran? Und wir haben es halt bei uns halt nicht gehabt, weil wir halt schon so weit unten waren, bevor ich die Technikmod hinzugefügt hatte. Und dementsprechend bei uns kein Uran ist allgemein. Oh Gott, da hinten ist Kupfer. Nein, Kupfer. Okay, let's go. Ab nach Hause. Ist ja gut. Oh, Eisen. Eisen, ich komme. Ich werde dich beschützen mit meinem Leben. Let's go. Ist ja gut. Hey, wie soll ich heimbekommen? Achso, wegen Uran. Klar. Ja, ist ja. Voll verstrahlt. So. Einmal Ränder. Einmal Ränder. Alter, ist jetzt schon fast Routine, ey. Oh ja, wie gesagt, die 8 Folgen werden wir jetzt hier abbauen und dann mal gucken. Dann müssen wir in der Zukunft nur noch nach unten bauen. Ob das einfacher wird, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. ja. Kann also sein, dass die nächsten 8 Folgen, also ist ja jetzt schon die zweite Folge von den 8 Folgen. Das heißt, dass die nächsten 6 Folgen plus diese Folge so eintönig bleiben. Mal schauen. Auf jeden Fall ja. Bis zur nächsten Folge.